England atmet auf. Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur hat sich offenbar nicht so stark verletzt wie zunächst befürchtet. Der Angreifer soll im April wieder ins Training einsteigen, wie der Tabellendritte der Premier League am Mittwoch mitteilte. Kanes Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Russland, 14. Juni bis 15. Juli, scheint damit nicht gefährdet. Kane hat sich laut einer Mitteilung von Tottenham am vergangenen Wochenende während der Partie bei Bournemouth 4:1 eine Verletzung an den Bändern im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Stürmer erzielte bisher 35 Saisontore und gilt als großer Hoffnungsträger der Three Lions für Russland. Bei den Länderspielen gegen Niederlande 23. März und Italien 27. März muss Englands Teammanager Gareth Southgate aber auf Kane verzichten. Team News Preliminary Assessments have confirmed that Kane has damaged lateral ligaments in his right ankle. The England striker sustained the injury following a change in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to first team training next month. pic.twitter.com/q4soib Tottenham Hotspur @spursofficial 14. März 2018